So hoch wie das Getreide hier um mich herum gewachsen ist, ist auch der Toyota Yaris gewachsen, und zwar zu einem Toyota Yaris Cross. Und der ist jetzt ein bisschen größer, ein bisschen höher, und was er noch alles kann, das zeige ich euch jetzt. Den Toyota Yaris Cross gibt es seit 2021 auf dem Markt. 2024 kam ein kleines Update, aber nicht wirklich viele Neuerungen außer einer neuen Motorisierung mit 130 PS und ein paar andere Kleinigkeiten. Wir haben hier die erste Generation stehen und ich finde, sie sieht auf jeden Fall schon sehr schick aus. Mit schönen LED-Scheinwerfer, einem dynamischen Kühlergrill, und wenn wir auf die Seite schauen, dann haben wir 16 bis 18 Zoll Leichtmetallfelgen und ein wenig Kunststoffbeplankung für diesen Offroad-Charakter. Ist ja auch ein City-SUV. Heißt auch, die Maße haben sich ein wenig verändert. 4,18 Meter ist er lang, somit 24 cm länger als der Yaris. 1,77 Meter breit inklusive der Außenspiegel und 1,60 Meter hoch, also 9,5 cm höher als der Yaris und auch plus 3 cm in der Bodenfreiheit. Hier haben wir nämlich 16 cm. Schauen wir uns doch auch mal das Heck an. Das finde ich auch besonders schön. Wir haben zwar hier keinen Leuchtstreifen, aber einen Reflektor, der von dem einen, von der einen Rückleuchte zur anderen geht. In der Mitte ist das Toyota-Zeichen und hier auch noch einen schönen Dachkanten-Spoiler. Der unterstreicht auch hier die GR Sportline. Die steht für Gazoo Racing und dadurch sieht das Ganze etwas sportlicher aus. Er kommt in 7 verschiedenen Ausstattungsvarianten. Wir haben die Komfortausstattungsvariante Business Edition, Team Deutschland, Style, Style Plus, GR Sportline und die Premier Edition. Das heißt, 7 verschiedene, ihr könnt euch einiges aussuchen. Im Innenraum merkt man gleich, dass wir hier in dem Yaris Cross GR Sportline sitzen, denn alles sieht etwas sportlich aus, allein schon dieses Lenkrad mit dem Orangenhautleder und den roten Ziernähten. Ich finde, das sieht so ein bisschen aggressiv aus, fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Wenn wir hier durchschauen, dann blicken wir auf ein analoges Cockpit mit einem kleinen digitalen Display in der Mitte. Wenn wir jetzt aber nach bisschen in die Zukunft schauen und 2024 uns das Update ansehen, dann hat man dann hier ein 12,3 Zoll TFT-Display. Ich persönlich finde es aber ganz cool, dass hier auch noch ein bisschen mit analogen Display gearbeitet wird. Wenn wir in die Tür schauen, dann haben wir hier harten Kunststoff, der aber sehr hochwertig ist. Ich finde, da muss man immer ein bisschen unterscheiden, und es wurde auch mit Textil gearbeitet. Das sieht alles sehr ordentlich verarbeitet aus. Generell auch beim Armaturenbrett haben wir unterschäumten Kunststoff und viel Klavierlack. In der Mitte dann ein 8 Zoll Infotainment Display, das sich mittels Touch bedienen lässt, aber auch noch Tasten auf der Seite hat, und eine 2-Zonen Klimaautomatik, die sich mit Drehreglern regeln lässt und auch noch mit Knöpfen. Persönliches mein Highlight sind die Schalensitze, die hier mit so einem Mix aus Alcantara und Leder sind und dadurch halt eben auch das Ganze etwas sportlicher wirken lässt. Für die Optik gebe ich 5 von 5 Sternen. Mich überzeugt der Toyota Yaris Cross total, und er kann auf jeden Fall mit dem Yaris mithalten. Denn optisch wirkt er von außen, finde ich, schön, cool und auch ein bisschen bullig, genau wie es sein soll für so ein City-SUV, und auch im Innenraum. Ja, da hat mich die GR Sportline total überzeugt. Was sagt ihr? Findet ihr, der Yaris Cross ist gelungen, oder seid ihr diehard Yaris-Fans? Lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Schauen wir uns das Infotainment etwas genauer an. Wir haben hier ein 8 Zoll Infotainment Touch Display und mir gefällt schon mal die erste Ansicht sehr gut. Es ist schlicht und aufgeräumt und vor allem sehr hell. Es wirkt irgendwie freundlich. Wir können uns hier durch das Menü klicken. Wenn wir auf das Haus drücken, dann kommen wir auf den
auf die Home-Ansicht, dann haben wir hier Medien, hier können wir die verschiedenen Radiosender zum Beispiel aussuchen, Telefon. Hier lässt sich das Telefon mittels Bluetooth oder kabellos via Apple CarPlay und Android Auto verbinden. Wir können dadurch auch unser Handy projizieren. Das finde ich auch sehr praktisch, dass es halt hier per Knopfdruck geht. Wichtig, wir schauen uns natürlich auch die Navigation an. Das ist immer spannend und die, ja, ist eigentlich ganz gut. Reagiert ganz leicht verzögert, aber ja, an sich vollkommen in Ordnung. Wir schauen, wie schnell es geht. Geben die erste Fahrt ein und los geht's. Und schauen wir mal, wie schnell. Ja, reagiert total schnell. Also das ist wirklich top. Das kenne ich von so manch anderen Herstellern etwas langsamer. Daher ist das auf jeden Fall auch wirklich positiv hervorzuheben, wenn wir in die Fahrzeugeinstellungen gehen. Gut, da müssen wir wohl ein bisschen warten, können uns aber dann den Kraftstoffverbrauch anschauen, Fahrinformationen, Reifendruck oder eben auch den Energiefluss. Ja, und somit sind wir auch schon durch mit dem Infotainment. Ich gebe für das Infotainment 4 von 5 Sternen. Mir gefällt das Design wahnsinnig gut. Es ist sehr intuitiv. An sich ist auch die Navigation total schnell. Es gibt vielleicht einen Sternabzug, weil es eben bei den Fahrzeugeinstellungen dann oft zu einer kleinen Verzögerung kommt. Aber alles in allem kann das echt mithalten mit der Konkurrenz. Bevor ich mich gleich in den Fond setze, wollte ich euch einen kleinen Tipp geben. Ich habe mir gerade die Autohero App runtergeladen. Die findet ihr im App Store oder im Google Play Store. Und da gibt es viele verschiedene Autos, unter anderem auch den Toyota Yaris Cross. Deswegen lohnt es sich, die App runterzuladen. Im Fond haben wir auch diese sportlichen Bezüge mit dem Alcantara und Ledermix. Gefällt mir eben sehr, sehr gut. Und deswegen auch vorne hier sieht das total ordentlich aus. Wenn wir in die Tür schauen, da ja, lässt es qualitativ ein wenig nach. Und ich finde, es ist nicht besonders schön gelöst. Das hätte man ein bisschen ja, besser machen können. Vom Platzangebot her ist es aber sehr gut. Wenn wir uns jetzt hier mal die Beinfreiheit anschauen, ich mache das mal mit einer Faust oder mit meiner Hand, dann haben wir doch genügend Platz nach vorne. Der Sitz ist auf meine Größe eingestellt, das heißt 1,63 Meter und dann hat man auch noch genügend Platz nach vorne. Dieser Sitz ist für eine Person von ca. 1,80 Meter eingestellt. Dann wird es ein bisschen knapper hinten, aber es geht sich noch immer sehr gut aus. Nach oben hin hat man aber ausreichend Platz, finde ich. Da merkt man auch für größere Menschen geht es eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viel Platz im Kofferraum ist. Die elektrische Heckklappe ist serienmäßig und dahinter verbergen sich 397 Liter Ladevolumen. Wenn wir die Rücksitze nach vorne klappen, sind es sogar 1097 Liter. Wenn wir das jetzt mal so vergleichen mit der Konkurrenz, dann fällt mir zum Beispiel der Hyundai Kona Hybrid ein. Der hat 466 Liter Ladevolumen und wenn die Rücksitze nach vorne klappen, dann 1300 Liter. Das ist schon um einiges mehr. Aber jetzt wollen wir nicht nur so negativ sein und schauen uns mal an, was der alles trotzdem Cooles kann. Zum Beispiel haben wir einen variablen Ladeboden, der sich auch teilen lässt. Das finde ich eigentlich schon relativ praktisch. Die obligatorische 12-Volt-Steckdose und eine ja, recht ebene Ladekante. Das finde ich ja, auf jeden Fall schon mal positiv. Deswegen gibt es von mir 4 von 5 Sternen fürs Ladevolumen, denn es ist ja, gut und vor allem auch gut aufgeteilt, aber nicht so gut wie die Konkurrenz. Ich stehe mit einem Fuß auf der Bremse, mit dem anderen voll am Gas und los geht's. Und ja, 40, 50, 60, 70, 80, 90 und 111,2 Sekunden von 0 auf 100, 116 PS und naja, dank dem Elektromotor haben wir auch ein schönes Drehmoment. Wir kommen ganz gut weg. Ja, ich muss sagen, also so für den Alltag ist das super und es macht auch dann Spaß beim Fahren. Also top. Bei der Fahrt mit dem Toyota Yaris Cross sind mir mal wieder ein paar positive und ein paar negative Dinge aufgefallen und ich starte mit den positiven und zum einen ist das auf jeden Fall das Getriebe, nämlich bei den älteren Modellen
finde ich, hat man ja oft den Motor so ein bisschen aufheulen hören, vor allem bei stärkerer Beschleunigung. Das ist hier einfach gar nicht mehr der Fall. Hier auch vor allem spielt dieses Zusammenspiel zwischen Elektromotor und Verbrennermotor ist super gut. Auch die Automatik schaltet wirklich einwandfrei und total geschmeidig. Das heißt, ja, das Fahrgefühl ist einfach sehr, sehr positiv. Ein zweiter positiver Aspekt sind die Sicherheitsassistenten, denn da gibt es in der Basisversion schon einige serienmäßig dabei. Es gibt nämlich serienmäßig das Safety Sense Paket und das beinhaltet einen Notfallbremsassistenten mit Kollisionswarner, ein Totwinkelwarner, einen Spurhalteassistenten, eine Verkehrszeichenerkennung und vieles mehr. Und das finde ich ist schon ziemlich beachtlich. Wenn man möchte, kann man auch optional noch ein digitales Head-Up-Display haben. Das haben wir hier drin verbaut und das finde ich auch sehr, sehr gut und übersichtlich. Also auf jeden Fall top. Mein letzter positiver Aspekt ist der Verbrauch. Immer schön, wenn der in den positiven Aspekten vorkommt. 4,4 Liter pro 100 Kilometer sagt das Datenblatt. Unser Test ergibt so circa 5,6 Liter pro 100 Kilometer, was noch immer sehr, sehr gut ist. Wenn man sich zum Beispiel nur in der Stadt mit dem Auto bewegt, dann sind es um die 3,7 Liter pro 100 Kilometer. Ja, das ist auch dem Hybriden geschuldet oder sei Dank. Ja, das finde ich eigentlich ziemlich gut, vor allem wenn man sich so bei der Konkurrenz umschaut, dann ist das ein guter Wert für so einen City-SUV. Natürlich gibt es auch ein paar negative Dinge, das heißt, ich muss auch ein bisschen meckern. Und zwar ist es zum Beispiel mit der Rundumsicht. Die C-Säule ist relativ breit und somit sieht man nach hinten nicht besonders gut. Wir haben aber Assistenzsysteme wie den Totwinkelwarner und wir haben eine 360-Grad-Kamera. Das heißt, beim Einparken ist es auf jeden Fall kein Problem. Negativ ist mir auch aufgefallen die Innenraumgeräusche und zwar sind die relativ laut. Zwar haben wir hier ja gutes Zusammenspiel zwischen Elektromotor und Verbrennungsmotor und somit ja auch ein sanftes Anfahren, das eher lautlos ist, aber wenn man dann in den höheren Geschwindigkeitsbereichen ist, dann sind die Windgeräusche doch relativ laut und man muss eben etwas lauter sprechen, also ich muss es zumindest. Und ja, das ist im Vergleich zur Konkurrenz vielleicht ein bisschen schlechter. Und mein letzter negativer Aspekt ist die Lenkung. Das ist aber wirklich Jammern auf hohem Niveau, denn sie ist ein bisschen schwammig um die Mitte herum, aber wirklich nur ganz leicht. Und man muss auch dazu sagen, 2,7 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag ist natürlich auch eigentlich für so ein City-SUV top, weil das heißt, man muss wenige Lenkmanöver in der Stadt machen. Alles in allem bekommt der Yaris-Cross von mir 5 von 5 Sterne, denn ja, das Fahrverhalten ist top. Ich hatte nur ein paar Dinge auszusetzen und auch die sind wirklich ja, Kleinigkeiten. An sich macht das Auto Spaß und fährt sich super angenehm. Der Toyota Yaris Cross hat mich voll überzeugt, sei es optisch als auch auf der Straße kann er wirklich so einiges und vor allem kann er mit seinem kleinen Bruder, dem Yaris, mithalten. Er lässt sich aber auch einiges kosten, denn er startet bei 30.000 Euro und somit ja, ist er auch ein Ticken teurer als zum Beispiel der VW T-Cross. Aber es gibt ihn auf Auto Hero, so wie er hier steht, mit dieser Top-Ausstattung um knapp 28.000 Euro. Daher lohnt es sich, wenn ihr jetzt auf der Suche nach einem Yaris Cross seid, auf Auto Hero vorbeizuschauen. Da gibt es auch noch viele andere Modelle. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um kein Video zu verpassen. Like dieses auch gerne, wenn es euch gefallen hat.